Königin und Vaterland. Nein, gegen die Roboter bringt das ganz gut was hier. Genau das habe ich gebraucht. Durch die Gegenstreifen auf der Suche nach dem Mann. Den haben wir auch, sehr schön. Kampf zu Ende. Ja. Sehr schön. Eieiei. Sehr schön ist das auch übrigens, wenn der Anzug einen anfängt zu verarschen. Das werden wir auch noch einkommen. Da kommen da so 3, 2, 1, kämpfen. War nur Spaß. Das ist nicht schön. Lobotomit. Vorschlag haben wir, den nehmen wir mal mit. Terpentin, hier ist Elektroschrott, den nehmen wir mit. Was haben wir hier hinten? Die haben so Särge gebaut. Ist ja toll. Und, wer warst du mal? Ja, zum Glück liege ich da nicht. Oh, da liegt was. Sehr schön. Hund und Roboter Kombinationsexperimental-Holoband, was immer das jetzt auch wieder ist. Sonstige. Kleidung. Sonstige Daten. Versuchen wir das mal. Okay, Hund und Roboter Kombinationsdaten, die am X8 biomechanischen Kombinationsterminal benutzt werden können. Okay. Altmetall packen wir ein, kann man immer mal brauchen. Ladende Energiezelle können wir brauchen. Kampfrüstung ist natürlich auch was Nettes. Leeren Dinger. Gegengift nehme ich auch mit. Die leeren Dinger kann man auch immer mal wieder brauchen. X8 Test Terminal. Okay. Das sind die Sachen. Ich möchte jetzt hier einmal außen rumlaufen und alles mitnehmen, was ich hier mitnehmen kann. Und danach möchte ich hier erst rein. Das ist nämlich ein Schulungstest. Da kommen wir nicht rein. Hauptterminal. Impulswellenmodul auf Kredit. Die X13-Einrichtung hat uns ihren EM-Impulswellenmodul-Prototypen für unseren Schallemitter geliehen, um ihn in unseren Datenbeschaffungssimulationen zu benutzen. Das Modul erlaubt den Schallemitter, bestimmte Kraftfelder auszuschalten. Mit dem Modul dürfen Testobjekte die Einrichtung nicht verlassen. Obwohl es außerhalb des Big MT nicht funktionieren wird, wäre es ein Sicherheitsalbtraum. Danke für die Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Projekt Birk und Projekt Hase. Ja, Projekt Birk beinhaltet, was manche weniger hier wissenschaftlich ausgerichtete Individuen als Grabstellung bezeichnen könnten. Ja, wir sind wegen Budgetkürzung dazu gezwungen. Nein, keiner unserer Senior-Mitarbeiter benutzt die Körper für irgendwas anderes. Ach du Schreck. Schließlich über das Gerücht, dass Projekt Hase in Liquidierungsoperationen gegen nicht-militärische Ziele verwickelt ist, um Forschungsobjekte zu beschaffen. Ich werde das nicht mit einer Antwort würdigen. Irgendwelche weiteren Fragen? Also wird's so sein. Wichtige Notiz an mich selbst. Bei der Programmierung des neuen Wohngebiets Cyberhund-Modells, um aus Unterhaltsgründen Objekte wiederzubringen, die von menschlichen Wesen geworfen wurden, habe ich versehentlich eine Audioprobe eines Bellens als zu fangendes Objekt benutzt. Der Cyberhund ist jetzt auf die Probe fixiert und zeigt Anzeichen aggressives Verhalten, wenn ich versuche, sie wiederzuholen. Ich habe sie im Wohngebietswiederaufbaubereich gelassen, bis sie gebraucht wird. Ich glaube, der Cyberhund hat sie vergraben. Ist ja toll. Mentats nehmen wir mit. So, das heißt, hier hinter ist nämlich dieses alte Wohngebiet Gedöns-Krams. Grundlegender Test, den wollen wir mal machen. Für diesen Test müssen sich alles Nötige unternehmen, um 3 Schülerakten von einer durchschnittlichen Highschool zu beschaffen. Grundlegende Sicherheitsprotokolle sind aktiviert worden. Erfolg, beschaffen Sie die 3 Schülerakten. Fehlschlag, Sicherheitsvorkehrungen halten Sie von der Beschaffung der Akten ab. Okay, dann wollen wir doch mal rein. So, dann wollen wir da mal rein. So, das ist hier.
jetzt hier die durchschnittliche Handlung. Hallo Schüler, dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors, Dr. Burroughs. Vielleicht kennen Sie mich als leitenden Wissenschaftler der... Das hält auf den Beinen. ...und Z14. Den haben wir? Ich habe tapfer gekämpft, um Klapperschlangen-DNS zu gewinnen und habe sie dahin gebracht, wo sie hingehört. In die Hülle eines anderen Raubtiers. Eieiei. Oh, und der Tarantelfalke. Man kann nie zu viel zusammenfügen, wie ich immer sage. Besonders, wenn man einen tollen Käsedor erschaffen kann. Injiziere es den Weg. Genug von mir. Ich habe gehört, dass viele von den scheinbar unschuldigen Kindern durch Propaganda verdorben wurden. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, die eine sehr ernste Strafe erfordert. Können Sie buchstabieren? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich sage Ihnen, wie ich das Wort buchstabiere. Todesstrafe. So machen wir das jetzt erstmal so fix. Die nehme ich nämlich sonst auseinander. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, danke, ich fühle mich sehr gut. Bitte nimm das. Ich will nicht, dass du stirbst. Wer dem Kommunismus verfallen ist. Fühlst du dich jetzt besser? Die verbrät jetzt leider meine Stimpaks. Auch die Überwachung in der Halle wird aktiv sein. Wenn du die Klasse verlässt, sorgt sie dafür, dass du ruckzuck wieder an deinem Tisch sitzt. Wenn du aufs Klo musst, wartest du halt bis zur offiziellen Toilettenpause. Auf Sicht ganz das hält dich auf den Beinen. Zerlegen. So, dann wollen wir hier mal einmal Schülerakten aufrufen. Richie Markus, Zwischenzeugnis. Richie, ich liebe Bälle Markus. Englisch 6, Mathe 6, Physik 6, Geschichte 6. Das ist toll. Ich würde sagen, der hat's nicht mehr so ganz so. Na komm her, Kronkorken will ich haben. Dann haben wir noch mehr Kronkorken und Wunderkleber, nehmen wir auch mit. So, was haben wir als nächstes? Jetzt müssen wir da hinten irgendwo hin. Bücherei, ich glaube, hier sind wir richtig. Du bist in der Bibliothek. Hier musst du leise sein und ständig sagen. Den haben wir auch. Das Beil nehmen wir mit. Hat der hier noch irgendwas anderes dabei, was wir brauchen können? Baseballschläger können wir lieber auch nochmal mitnehmen. Ach, da oben ist die Gangaufsicht. Ach, hier ist... Die wollen alle... Den haben wir auch. Da ist der Computer, wo ich ran muss. So, Schülerakten aufrufen. Cherry O'Brien's Stundenplan abrufen. Ballett dienstags, donnerstags 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Motivationsteam Mittwoch 14.15 bis 4.15 Uhr bis 5.15 Uhr. Freiwillige Nachhilfe 4.15 Uhr bis 6 Uhr. Lade lieber einmal nach zwischendurch. So, jetzt ist das letzte ist da hinten irgendwo. Ich möchte aber hier hinten einmal durch. Mit Hunden kann man am besten Hunde besiegen, habe ich das dumme Gefühl. Energiezelle, das nehmen wir mit. Hundefleisch nehmen wir mit. Altmetall und Hundefleisch. Okay.
ist das hier? Mentat, sehr schön. Toaster. Gecko-Steaks. Das packen wir alles ein. Hier geht's nachher nach oben. Können wir eigentlich mal... Bitte nimm das. Ich will nicht, dass du stirbst. Kaliber 20 Patronen, das ist schon mal nicht schlecht. Sensormodul packen wir ein. Jetzt werde ich mal einmal die Waffen wechseln. Und zwar möchte ich da erstmal jetzt auf die... Was nehmen wir denn da? Karawanen, Schrotflinte. So müsste hier eigentlich gleich irgendwo eine Gangaufsicht stehen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da können wir eigentlich erstmal was von wieder trinken. Da hinten ist etwas, gegen das wir erstmal vorgehen müssen. Schalle mit der Offenbarung. Den haben wir erlegt. Ich drück doch gar nicht mehr, ich drück doch schon längst das andere hier. Den haben wir auch. Jetzt muss man immer so ein bisschen gucken, dass man hier zwischen Roboterbekämpfung und Lebensviechgedönsbekämpfung so ein bisschen hin und her schaltet. Okay, hier können wir erstmal wieder was hacken, aber ich fürchte, der einzige Schutzturm, der dadurch angesteuert wird, habe ich gerade zerschossen. Müssen wir mal gucken, was da draus wird. Muss das Mikro einmal neu positionieren hier. So, da haben wir noch was. Zum Glück habe ich so einen hohen Hacken-Skill hier mittlerweile. Das passt ganz gut. Da haben wir einen. Da haben wir noch einen. Da haben wir einen und dann bleibt nur noch der hier über. Okay, das heißt, ich habe wirklich den einzigen Geschützturm, den ich damit hätte ansteuern können, zerschrotet. Was liegt hier jetzt so schönes? Jet haben wir hier noch, da haben wir auch noch was. Buff-Out haben wir. Eine Lunchbox. Noch mehr Buff-Out. Leere Kisten. Nichts dabei, was ich jetzt unbedingt bräuchte für meine Mission, die ich gerade habe. So. Ja, ich glaube auch, dass der Bälle mag. So, Energiezelle, Hundefleisch. Da geben wir gleich noch mal ein bisschen was. Was war das jetzt? Ha, merkwürdig. Saufen wir uns erstmal wieder eine Runde hoch. So, was haben wir hier noch, was wir erstmal... Sehen wir doch mal einmal hin. Was können wir machen? Ich möchte einmal... Was möchte ich denn?